Und ihr wisst, was jetzt kommt. Satisfactory Time. Hallo. Bei mir wie immer der näher kommende Padlab. Wenn ich dich jetzt... Nein, jetzt springt er rückwärts einfach in die Tiefe. Es gibt ja keinen Fallschaden hier, haben wir ja gelernt. Doch. Au, das tat sogar richtig weh. Aber so, das Ding hier ist voll. Ich muss mir mal überlegen, wie wir das jetzt hier mit den Kisten machen eigentlich. Oh, das ist echt voll, ne? Die kommen gar nicht hinterher. Ach so, klar, weil das Ding voll ist, ja, logisch. Oh, ich wollte die Zeit starten, genau. So. Das heißt, wir müssen hier hinten... Tja. Ich hätte im Idealfall, dass wir die obere Etage eigentlich genauso aussieht wie die untere. Gut, aber das, was hier aus den Schmelzern rauskommt, muss ja nach oben dann zum Konstruktor. Ja, ist mir schon klar, aber vom Grundaufbau her sollte die Etage genauso... Okay. Erstmal Wände. Boah, das läuft und läuft da auf dem Förderband. Heftig. Okay, brauchst du irgendwas an Material, was ich dir gerade holen kann? Ist dir jetzt nicht was. Okay, kannst dann. Mal gucken, drei Wände muss ich rauf, ne? Ja, richtig. Da hinten kannst du mal abreißen. Ja. Was für eine riesige Halle. Wahnsinn. Oh, die Wände sind falsch rum hier, oder ist das eigentlich cool, wenn die falsch rum sind? Nee, das ist nicht cool. Ja, die sind auf beiden Seiten irgendwie falsch rum, hier hinten an der Ende auch. Mhm. Wobei, man weiß ja nicht so richtig, was ist eigentlich richtig rum und was ist eigentlich falsch rum. Das ist wohl richtig. Okay. Gut. Ich wollte mich indessen, und ich glaube, das muss ich auch ganz dringend machen, mit einer Kettensäge bewaffnen und für Dings holen, weil ich habe keine Biomasse mehr, die ich nachlegen könnte. Aha. Ah, ich habe auch keine Biomasse mehr, um meine Kettensäge... sehr schön. Was ist denn, wenn wir da erstmal einen Container hinsetzen? Das heißt, ich muss jetzt erstmal Gras sammeln, damit ich überhaupt aus Gras könnte man doch auch Biomasse machen, oder? Das ist richtig, ja. Okay, das heißt, ich muss ganz viel Gras sammeln. Hatte ich schon gesagt, dass meine Shortcut-Leiste wieder weg ist? Schon wieder? Ja. Super. Er merkt sich das irgendwie nicht. Seitdem ich da eigene Sachen reingemacht habe, merkt er sich das. Naja, es ist Early Access. Early Burly. Mörder. Gucken, 104 Blätter ist noch nicht so viel. Da brauche ich noch viel, viel mehr, damit ich erstmal überhaupt Biomasse herstellen kann. Sonst gibt's keine Kettensäge und ohne Kettensäge gibt's kein Holz. Oder zu wenig, sagen wir mal. Oh. Ich sterbe hier noch, wenn ich öfter hier runterspringe. Ja, nee. Also bei mir eben hat der Sturz schon ganz schön wehgetan. Das solltest du echt nicht tun. So, Biomasseblätter. Das war's schon. Okay. Na, es ist nicht sehr viel, aber es dürfte reichen, um die Kettensäge zu aktivieren. Ja. Gut, und jetzt gehen wir die ganzen Wälder abholzen. Viel Spaß. Naja, sonst geht uns bald der Strom aus. Warte mal. Nee, wir machen das anders. Wir müssen ja auch sicherlich, die Frage ist halt, müssen wir jemals Kupferbarren so in Naturform, brauchen wir die, also müssen wir die abgreifen oder? Naja, Kupferbarren brauchen wir eigentlich nicht. Oh, mal gucken, wenn ich hier so einen großen Baum, wow, das ist ja heftig, das bringt natürlich viel, viel mehr, so einen richtig dicken Ball, Baum. Ball? Baum, Ball. Bauball?
Baubalbalbo. Okay, ich brauche einen richtigen Wald. Ein Wald, den ich abholzen kann. Ein Wald, um sie zu knechten. Naja, wir brauchen Kupferbahn, brauchen wir ja eigentlich nur für die Weiterverarbeitung. Das ist richtig. Ja. Was ist eigentlich mit unserem Hub-Upgrade so? Ja, ja, ich komme ja gerade nicht dazu. Aber das ist ja, eigentlich. Aber das ist so das Nächste. Ich brauche jetzt bloß ein paar Bäume, weil wie gesagt, wir haben keinerlei Biomasse mehr. Und ohne Energie geht bei uns ja nicht wirklich viel. Ja, die das Bäume sind da oben. Gucken, wie viel Holz habe ich denn indessen? 305 Blätter, 125 Holz, naja. Ich mache jetzt mal gerade das hier noch alles leer. Das war ja jetzt Blödsinn, was ich gemacht habe. Was machst du denn? Naja. Entschuldigung, ich hoffe, ich rotz nicht so in die Kamera. Nö, in die Kamera sowieso nicht. Alles gut. Also, was machst du? Erklär mal. Naja, ich will ja irgendwie jetzt erstmal die, nächste Etage bauen, oder? Ja, aber erstmal muss ich die Kupferbarren, würde ich ja gerne irgendwo erstmal in der Kiste zwischenlagern. Richtig. Macht ja auch Sinn. So, das muss jetzt erstmal reichen. Jetzt werde ich ein bisschen Biomasse produzieren, nachlegen. Und dann werde ich mich mal um unseren Meilenstein kümmern, damit es da auch vorangeht. Schön, ich habe die Kiste falsch runtergebaut. Eine Kiste? Ja, hier so ein Container. Ach so. Quatsch. Ich wollte ja hier Biomasse produzieren. Hallo Biomasse. Ach du Heiliger. Okay. Das dürfte dann eine Weile reichen. Und das geht auch richtig super schnell. Naja, so lange reicht das gar nicht. Das sind dann nur 300 Biobrennstoff. Ich bin ein Trottel, ey. Was ist denn los? So. Nochmal richtig merchen. So muss es sein. So muss es sein. Ich habe bei einem im Video gesehen, der hat auch total lustig gebaut. Der hat ein Fließband getrennt. Und den einen Teil hat er dann als Schleife wieder auf das eigene Fließband raus, sodass das quasi ständig im Kreis fuhr. Was das sollte, weiß ich nicht. Aber sah lustig aus. Kann ja unter Umständen sinnvoll sein. Tja. So. So, jetzt werden die Waren zumindest schon mal eingelagert und die Produktion kann weitergehen. Und ich habe gleich 300 Brennstoff. Nee, ach mehr. 400. 500. Oh, das dürfte erstmal ein bisschen reichen. So. Und dann gucken wir mal, wie es mit unserem Brennstoff hier aussieht. Und dann 141. Naja, den mache ich jetzt mal voll. Und dann der nächste. Was denn nun? Ich bin die Treppe runtergefallen. Okay, jetzt muss ich mal eben Nüsse suchen. Ach Gott. Ich blinke schon rot. Oh nee, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Rot blinken sollte keiner. So. 7 Nüsse. Das wird gar nicht reichen. Also ich hätte noch welche, oder du hast. Hier liegt eine Elektroschnecke auf dem Hügel rum. Oh. Na dann, schnapp sie dir. Apropos. Blub. Bestätigen. Jetzt nehmen wir eine. Ja. Ist klar. So. Muss ich auch noch gegen den Vieh kämpfen, um an die Nüsse zu kommen. Jetzt werden wir eine Paleobeere erforschen.
Und jetzt gucken wir mal, was unser... Ich hasse das, dass sie immer so im Kreis rennen. Die sind fertig. Wir brauchen jetzt noch Platten. Da habe ich nur 75. Da muss ich noch welche herstellen. Und wir brauchen Draht. Und Kabel. Juhu. Also. Ein bisschen. Eisenplatte. Ja, gut. Dann mache ich jetzt erstmal Draht und Kabel fertig und die restlichen Platten kann ich mir ja aus der Produktion holen. Das kannst du machen. Und dann ist der Meilenstein auch fertig. Ich glaube, das ist das mit dem Manufaktor oder sowas. Ach je, Kupferbahn. Was bin ich froh, wenn wir die auch automatisiert dann haben. Kupferbahn haben wir doch schon automatisiert. Jetzt. Jetzt, ja. Ja, das bin ich, da bin ich dann auch echt froh. Die müssen wir dann... Auch schon 300, 400 Stück fast. Wir müssen die dann nur irgendwie noch hierher schaffen, dass man nicht jedes Mal da die halbe Meile rennen muss. Ja, das ist klar. Ich weiß auch noch nicht, wann Zug und ähnliches kommt. Und... Ah, das nächste, was ich dann machen werde, ist einen geeigneten Platz und suchen und für ein Fundament, damit wir den Weltraumlift bauen können. Ah ja. Sollten wir zumindest mit anfangen, aber der braucht sehr, sehr viel Platz. Da müssen wir mal gucken, wo da was ist. So, jetzt ist ja, würde ja die andere Kiste theoretisch auch hier stehen irgendwann mal. Oh Gott, das reicht noch nicht mal an Kupferbahn. Ernsthaft? Ich muss noch mal losrennen? Oh, Schnarch. Naja, doch. Dafür reicht es. Aber nicht für den Draht. Also, komm erst mal der hier rein. Und dann brauche ich 11 Kabel. Das reicht auch. 11 Kabel. Lumm. Auch fertig. So, und dann gehe ich mir jetzt noch aus der Produktion mal eben 28 Eisenplatten holen. Und dann haben wir dieses Teilstück auch. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes da bauen. Das funktioniert aber nicht. Ja, ich komme gleich mal gucken. Ich überlege. So. Ne, das sind die Rohre. Ich brauche aber Platten. Okay, hier unten. Ach Gott, jetzt muss ich die Treppen hochrennen, weil die Platten oben noch produziert werden. Es tut mir leid. Nö, alles gut. Das kommt ja dann auch noch. Wir bauen ja hier exemplarisch und dann kopieren wir das. Genau. Beziehungsweise du kannst es natürlich schon kopieren. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt erstmal das hier fertig machen, dann würde ich Richtung Weltraumlift. So, jetzt muss ich mal gucken, die kommen hier hoch, die gehen da rein, dahin, das sind die. Nein. Wo werden denn... Ach, okay. We have a problem. Wieso? Weil unsere Eisenplatten gar nicht produziert werden. Nicht? Weil die keinen Container hinten haben. Ach so, ja, habe ich noch nicht hingebaut. Oh. Und jetzt geht der Strom weg. Hast du keinen Strom nachgelegt? Doch. Es ist jetzt, glaube ich, zu wenig. Wir brauchen ein neues Stromkraftwerk. Ja, aber ich habe doch jetzt gar nichts angeschlossen. Nee, aber ich... Ich habe jetzt, ich habe nichts angeschlossen, ich habe die Platten aus dem Ding genommen und jetzt geht der Schmelzer wieder an. Also der Constructor. Dann würde ich sagen, bau doch mal ein Kraftwerk. Ne? Ja, das, hier will ich nicht runterfallen. Ich werde jetzt ein Kraftwerk bauen.
erstmal den Meilenstein zu Ende machen und dann sofort ein Kraftwerk bauen. Mann, Mann! Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja, bei dir gucken wollte ich auch noch und dann, ach Gott. Ich komme jetzt mal in deine Richtung. Also erstmal Meilenstein, dann drittes Kraftwerk bauen. Ja, die Kraftwerke sind auch ohne Strom. Hm. Ja, logisch, weil die überlastet sind. Hm. So, jetzt kommt aber erstmal er hier. Und einmal starten, bitte. Milestone reached. More complex assembly of parts. Was gibt's denn jetzt eigentlich Neues? Das ist eine gute Frage. So, der nächste Meilenstein. Ein Objektscanner-Nuss gibt es. Steht aber noch nicht da, was der kann. Nein, du kannst ja noch ein bisschen scannen wahrscheinlich. Mhm. Okay, viel mehr ist da jetzt nicht. Jetzt kommt erstmal ein Kraftwerk. Hast du da schon alles zusammen, oder? Das weiß ich noch nicht. Das werde ich jetzt gleich sehen. Ich gucke erstmal. Also ich hätte alles da. Na, dann bau du das doch. Und schließe es auch gleich an. Und ich packe gleich schon mal Kraftstoff rein. Genau. Insert Fuel. Zack. Ich muss den Hebel aber links runterziehen. Ja, das versuche ich gerade. Aber es kann sein, dass jetzt, das jetzt ist er an. Produziert. Okay, wir haben 60 Kapazität und 43 Verbrauch. Das heißt, wir haben erstmal ein bisschen Luft. Ein bisschen. Ein bisschen, es wird nicht so lange reichen und ich muss gleich nochmal eine große Holzaktion starten, weil was ich jetzt eben erholzt habe, ist jetzt fast schon wieder aufgebraucht. Ich habe Kannst du mir mal helfen, weil ich muss das gerade organisatorisch bei uns. Wo bist denn du? Beim Kupfer dann. Ja, okay, komm mal hin. Ah, da stehst du ja. Kupfer! So, dann einen neuen Meilenstein festlegen. Und dann wollte ich den Weltraumlift anfangen. Der ist riesig. Naja, ich weiß. Deshalb sage ich ja, da brauche ich andere. Da brauche ich viel mehr Platz für. Der ist wirklich gewaltig. Und da müssen auch Fundamente gebaut werden. So. Oh, das sieht ja heiß aus. Löchrig. Seltsam. Okay, wir sind bei der Vision. Oh, hier muss ich auch gleich mal Baumfellarbeiten machen. So, pass auf. Mhm. Ich habe vorhin das so gedacht. Also das kommt auf einem rein. So, dann geht's ja hier schon mal rauf. Das ist ja schön und gut. Ja. Aber wenn ich das von der anderen Seite mache, dann kollidieren die ja und ich kann die überkreuzen lassen. Wieso kollidieren die dann? Naja, weil der ja... Du kannst ihn doch auch, wenn er oben ist, dann gleich rechts wieder abbiegen lassen. Links abbiegen lassen. Ach so. Warte mal, die Idee ist gar nicht so doof, die du da hast. Kriegen wir dort einen Merger in die Mitte? Nee, ne? Ja, nicht ohne Fundament. Warte mal, aber die Idee ist gut. Ich kann... Ach, scheiße, geht genau nicht hin. Ich kann es immer nur in die obere Kante setzen. Na ja, gut, dann müsste ich das... Kriegst du das Laufband da hoch? Ja, das ist jetzt mein Versuch. Ich mal gehen auf den Turm. Beziehungsweise ich reiß den Turm mal hier ab und stelle ihn dann auf der Stelle. Jojo, dafür ist er ja da. Einfach bauen wir mal so einen Turm und reißen ihn ab und...
ich. Woll. Wolli. So. Nee, das geht nicht. Das ist zu steil. Das denke ich mir. Das denke ich mir, dass das so steil ist. Dann kannst du eigentlich nur eins machen. Die quasi nach oben, dass das eine quasi über das andere geht, so ein bisschen. Das eine höher ansetzen. Das geht ja nicht. Und das andere tiefer und... Also das ist zu das steil. Das ist zu steil. Ja, ja, das geht nicht. Das sehe ich auch gerade, ja. Das ist ja doof. Das ist im Grunde... Ansonsten... Sonst muss die Kiste halt weiter rüber, aber das ist auch doof. Naja. Weil das passt jetzt da hinten gerade so gut. Naja, ich weiß, ich weiß. Also sonst muss alles ein Kästchen quasi nach hinten. Ja, nicht nach hinten. Es muss zwischen den Fenstern hier quasi eins dazwischen, eine komplette Reihe. Ah ja, oder so, das ist noch besser. Weißt du, das quasi das alles noch um genau, eins versetzen. Genau, um eins versetzen. Dann müsste es eigentlich fast passen. Weil auf die andere Seite können wir nicht weiterbauen, dann hängt die Basis über. Nee, aber hier können wir doch noch. Ja, ja. Ein Stück zumindest. Wenn wir das eins weitersetzen, dann müsste es doch eigentlich von der Entfernung... Die brauchen halt mehr Platz, um zu steigen. Ja, genau. So. Hoch. Weil? Genau, das muss dann dahin und dazwischen... Müssen wir mal gucken, entweder... Eine normale Wand. Da würde ich eine normale Wand. Oder sogar was mit Tor. Ja, habe ich gerade. So. Dann kommt die Tür. So, und die Kiste dann quasi auch nach hinten. Hier entstehen und wackeln die Wände. Echt so rum? Hm. Ja, 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 ja. Jetzt den Storage-Container. Und dann müsste es doch eigentlich passen. Voll. Jetzt bin ich echt gespannt. Der geht hoch, ja. Das ist kein Thema. Und der geht auch hoch. Und jetzt? Und jetzt müsste eigentlich die nächste, also was man jetzt machen könnte, du könntest jetzt die nächste Etage einziehen, oben. Die kann ich aber nur hier einziehen. Okay, das funktioniert doch trotzdem. Ja. Funktioniert doch trotzdem. Auch in der Mitte. Und dann würde ich die Förderbänder, da ist jetzt die Frage, die würde ich jetzt... jeweils mit einem Knick, also quasi 90 Grad, die würde ich nach hier hinten wieder zurückführen und sie dann hoch oben in die nächste Etage führen. Okay, warte mal, ich weiß, was du meinst. Weil hier kriegst du es nicht hin. Hier ist es zu schmal. Ja, es müsste eine Wand geben, wo es nicht nur an einer Seite so ein Ding ist. Richtig, sondern genau, genau. Also ja. Du willst es quasi, warte, ich muss mal hier, du willst jetzt hier quasi Wand hinmachen. Dann hier die Wand mit dem Ding so, ne? So in dem Dreh, ja. Es und dann eins höher, ne? Und dann eins höher gehen, richtig. Das Problem ist, da wird die Ecke... Nee, ist gar nicht zu schmal. Okay, hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Und von da aus dann quasi nach hier hinten, wo der Turm jetzt steht, der Beobachtungsturm, dann nach oben führen in die nächste Etage. Dann hast du nämlich keine Probleme. So, quasi. Genau. Und dann kannst du die Decke nämlich oben auch ein bisschen höher hängen. Ich mach das mal auf der anderen Seite noch. Haben wir jetzt bloß so einen komischen Tunnel hier, ne? Ja, gut. Im Zweifelsfall müssen wir ja nachher auch... Ja gut, hier passt nur ein Container wieder rein. Wir müssen ja letztendlich das Zeug auch wieder rausschaffen. Mhm.
Abgesehen davon, dass wir ja hier auch noch weitere Fließbänder haben und so weiter. Also ja, finde ich jetzt nicht so tragisch. Kann man gucken, ob man einen der Auslasscontainer da reinstellt. Kannst du mal das Fließband da anschließen? Das kriege ich von unten nicht. Unten das zweite? Mhm. Ja. Also alle. Ich kriege die von hier aus dem Winkel nicht. Ach so. Ein Innen, die an der Wand entlang gehen. Das kriege ich von hier aus nicht. Fließband. Hä? Der macht da mal einen Bogen drauf. Das so. So. Jetzt hoch genug. Ja, einen höher müssten wir wahrscheinlich noch, ne? Muss ich denn jetzt die Decke einziehen? Ja. Decke kann. Das passt, ne, mit den Schmelzern. Ja, das passt. Ja, das ist genau wie bei der anderen Fabrik hinten, das passt. Du brauchst, ja, das geht. Okay, die sind also hier angekommen. Kann ich die hier noch, guck mal, auf der... Kann ich die hier noch einziehen? Wieso nicht? Schon das für die hier. Das geht. Warte mal, ich muss das von hier sehen. Probier mal. Aber ich weiß nicht. Probier mal. Setz mal einen rein. Hab ich schon. Hä? Hier sehe ich doch gar keinen. In der Ecke hinten habe ich schon einen reingesetzt. Ja, schon. Ich wollte jetzt bloß wissen, wenn du direkt über dem Fließband einen reinsetzt, ob das. Nee, das sieht doof aus, glaube ich, weil das den Ding so abreißt. Würde gehen. Alter. Ja, aber das Band muss ja auch noch hoch. Also das glaube ich nicht. Ja. Das so. Okay. Na, dann lass mal die Lücke, um es dann. Danach weiter nach oben zu bringen, endgültig. Uah. Was? Betonier nicht den Turm zu. dazu muss der Turm dann erst woanders hin. Ha! Und das war ja nur ein Fließband. Ach so, stimmt. Wir haben jetzt beide Fließbänder, die werden dann wieder... Werden die dann gemerged? Ja, die werden wieder gemerged. Okay, das dritte haben wir halt hier noch außen. Vor, aber da wissen wir noch gar nicht, wann wir das brauchen. Okay. Gut. Brauchst du mich gerade noch? Nee, jetzt nicht mehr. Dann gehe ich mal schnell einen neuen Meilenstein anlegen. Und jetzt mal so vom Gefühl. Wie lange dauert diese Folge schon? Bestimmt eine halbe Stunde. Fast genau. 27 Minuten, ja. Es geht so fix. Aber ich glaube, das ist jetzt eine gute Lösung so, dass sie nach oben kommen. Ja, mal sehen. Jetzt habe ich keinen Beton mehr. Es musste ja irgendwas passieren. So, neuer Meilenstein. Steinermeil. Ups. Und wir gucken mal. Ich glaube, wir bauen jetzt erst einmal einen Nussscanner, damit wir da das alles fertig haben. Und er fliegt schon los. Und die Beere ist abgeschlossen. Jetzt brauchen wir. Ich brauche Alien-Panzer. Die hatten wir doch hier in der Kiste. Ja. Huch. Da rein. Also, Alien-Panzer brauche ich einen. Und los geht's. So, Objektscanner Beere. Hallo Meilenstein. Folgenpause, also nächste Folge machen. Ja, das machen wir jetzt. Nachdem wir auch diesen Meilenstein, genau, mein Gott. Okay, ihr Lieben. Halbe Stunde Satisfactory. Ihr seht, wie schnell das im Fluge vergeht.
Da kommt der PetLab angerannt und will Beton holen. Und in diesem Sinne sagen wir bis zum nächsten Mal. Abo, Daumen nach oben würde uns freuen. Bye, bye. Ciao.